Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Gönstedt, heute bereits am Dienstag. Und wir müssen einiges bequatschen heute. Wisst ihr das eigentlich? Wir haben einiges auf dem Zettel. Vorweg muss ich erst mal zwei, drei Sachen loswerden. Nummer eins, es kann sein, dass heute Hofbergmann und Fallfarmer ausfällt. Ihr wisst es, wie es bei mir ist. Montag ist immer Aufnahme der Gemeinde Rade. Die haben wir auch gestern erfolgreich aufgenommen. Sehr schöne Folgen. Ich glaube, ich kann euch schon mal einen ganz kleinen Spoiler geben. Die Folgen haben alle Überlänge. Ganz kleiner Spoiler. Ja, und da ist natürlich, ich habe euch das ja schon oft erklärt, da ist natürlich so, du kannst es auch nicht nach der Aufnahme sagen, jo, danke, tschüss Jungs, bis nächste Woche. Das macht man nicht, weißt du? Und ich habe auch tatsächlich Bock, mich mit den Jungs ein bisschen zu unterhalten. Und dann wird es auch gleich mal 22 Uhr, dann wird es auch gleich mal 23 Uhr. Und um 23.30 Uhr denkst du dir, alter Schwede, ich habe für morgen kein einziges Video vorproduziert. Ne? Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Vorproduzier-Mensch. Ich mache das gerne am Vortag, damit ich auch die aktuellen Themen habe, damit ich auch auf eure Kommentare eingehen kann. Da kommen wir übrigens gleich zu. Und deswegen kann es aber speziell an den Dienstag, der Dienstag fällt immer ein bisschen schwer, sage ich mal so. Da kann es immer wieder mal sein, dass da irgendwas nicht kommt. Also wenn diese zwei Sachen nicht da sind, bitte verzeiht mir. Morgen auf alle Fälle wird alles wieder regulär erscheinen. Zudem wird noch eine andere Sache erscheinen, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Bin wirklich sehr intensiv am Arbeiten für das Ganze hier und das dauert aber alles ein bisschen und ich kann nicht einfach so mit dem Finger schnippen und habe dann 5 Videos auf Lager. Das läuft halt einfach nicht. Und aber nur, dass ihr mal Bescheid wisst, was sein könnte. Die zweite Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte, ich habe übrigens hier den Helfer versetzt. Der ist jetzt auf dem Feld 26? 23. Die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, ist das Thema Mapwechsel. Also es haben sich sehr viele Leute, was mich wahnsinnig gewundert hat. Ich habe gedacht, da gibt es jetzt wirklich ein blaues Auge für mich. War gar nicht der Fall. Also die meisten von euch, ich habe jetzt, glaube ich, nicht viele Kommentare gesehen, wo drin stand, ach nee, bleibt doch auf der Gönnstedt. Die Kommentare habe ich fast gar nicht gesehen. Ich habe sehr viele Kommentare gesehen, wo ihr geschrieben habt, mach doch bitte bis 100 Folgen. Das werde ich auch sehr, sehr gerne machen, auf alle Fälle. Also da habt ihr wirklich, die breite Masse hat sich dafür entschieden, dass wir die 100 Folgen voll machen hier. Vielleicht mache ich sogar noch zum Ende eine Stundenfolge, das wurde sich auch sehr gewünscht. Ich werde es versuchen, versprechen kann ich nichts, oder kann ich es nicht. Ich versuche es. Also wir machen auf alle Fälle die 100 Folgen voll. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, wirklich nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es noch ein bisschen falsch rübergekommen gestern. Also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ist es nicht so, dass ich jetzt fluchtartig die Gönnstedt verlassen möchte? Nein. Ich habe nur gesagt, wir können uns mal überlegen, wo die Reise hingehen könnte. Und ich sag mal, 70% waren tatsächlich für die Loshügelland. Das habe ich natürlich auch gesehen, weil ich frage euch, ich sage euch ja nicht umsonst, Jungs, haut das mal in die Kommentare. Das hat schon Sinn, warum ich das so sage. Ne? Ich habe natürlich alles durchgelesen. Es waren auch sehr viel, sagen wir mal, exotische Maps dabei. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, die anzugucken. Das werde ich aber, ich hoffe, morgen schaffen. Und dann kann ich mir da auch eine Meinung bilden zu den Maps, die ihr mir da vorgeschlagen habt. Interessiert mich natürlich schon. Da ist bestimmt das ein oder andere Schmuckstück dabei, hundertprozentig. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal noch gucken. Da weiß ich noch nicht Bescheid. Aber da gebe ich euch Rückmeldung, sobald ich was angeguckt habe. Das hier habe ich noch ein bisschen umgebaut. Weil da war die Silage schon wieder fertig. Ne? Da war schon wieder ein Stückchen nach hinten gerutscht. Und da habe ich jetzt ein Stückchen nachgeschoben. Aber das ist das Maximum, sage ich jetzt mal. Also die Förderbänder sind komplett ausgefahren hier. Ne? Das ist wirklich auf Maximum. Und die steilen Dinger, sage ich mal, die sind auch auf Maximum ausgefahren. Und das ist eigentlich so, viel mehr kann ich gar nicht mal reinrutschen. Was sonst bin ich hier. Und das ist auch kacke. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ganz schlimm mit Husten... Sorry. Ich habe echt Husten die letzten... Weil war das gestern auf einmal Husten bekommen. Das ist so... Oh, ich hasse es, krank zu sein, ne? Also wenn ich da ab und zu mal ein Hüstchen von mir stoße, tut mir das wirklich sehr leid, aber kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. So, du hast hier... Du bist gleich fertig, ne? Nice. Okay, lass hier noch ganz kurz die Runde gucken. Ja, das passt. B-Tag, yo. Der Merlo, yo. Der Fan ist hier auch schön am Arbeiten. Unser Drescher. Genau, ich wollte noch mal... Achso. Ja, das ist jetzt natürlich kacke. Aber wo ist denn der...
Ah, hier ist schon wieder leer. Okay. Ihr habt gesagt, ich sollte die Zeit immer vordrehen, wenn ich hier bin. Weil dann geht das einfach viel schneller. Und da habt ihr natürlich recht, weil da können wir das ein bisschen intensivieren hier. Weil wir wollten natürlich auch ein bisschen Schulden zurückzahlen und vielleicht noch das eine oder andere Gerätchen kaufen. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen am Ball bleiben. So ist es nun mal hier. So, ich könnte aber schon wieder den LKW zusammenklappen, packen. Damit wir da... Oh. Damit wir da gleich wieder losfahren können zum Hof. Wird natürlich alles automatisiert passieren. Seht ihr den Radlader? Da wollte ich mal hier hochholen. Oder was mache ich denn hier? Das ist eine gute Frage. Weil den Radlader, den ich jetzt habe, der ist zu klein für hier, für diese ganze Silage, ne? Der ist einfach zu klein. Dieser... Nee, nicht Radlader, wie heißt denn das Ding? So. Ja, ich wisst, was ich meine. Ich zeige euch den gleich. Moment. Silohof. Nee, wir müssen weiter oben. BGA, Silohof. Zack, zack. Wo fängt das an? Ah ja, hier. Sehr schön. Ah, du kannst es zulassen eigentlich, aber das versteht er nicht so gut, ne? So. Die lasse ich jetzt nochmal ganz kurz hier stehen. Den hier habe ich gemeint. Wo ist denn der jetzt? Den hatte ich doch gerade vorher hier noch irgendwo gesehen. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Bin ich jetzt doof? Hier, der ist er. Den hier habe ich gemeint. Der kommt nicht so weit hoch für den Fermenter. Oder? Weiß ja nicht, ob das reicht, ne? Das ist mein Problem. Ja, das reicht. Jetzt, ich bin jetzt wirklich auf Max Höhe. Das wird nichts. Das schaffe ich nicht mit dem. Oh nein. Oh. Egal. Das, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, das wird nichts mit dem. Ich habe auch noch einen interessanten Kommentar bekommen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich drauf eingehen soll. Es hat mir jemand vorgeschlagen, dass er mir diese Gönestätte hier, dass er mir die umbaut. So eine Art Privatumbau. Hat noch jemand vorgeschlagen, aber ich glaube, weiß ich nicht. Da bin ich kein Freund von. Also prinzipiell schon, das wisst ihr auch, vom René zum Beispiel. Aber ich werde den René jetzt nicht mit belästigen und ich werde ihn jetzt auch nicht fragen, ob er mir die Map umbaut, weil ich weiß, der René ist für die Map, die da kommen wird, ist er momentan Feuer und Flamme und das sieht man auch. Er macht einen wunderbaren Job, wie immer, muss man wirklich so sagen. Und dieser Elan, ne, den spürst du halt einfach momentan extrem bei ihm und deswegen würde ich da jetzt gar nicht so jetzt nachhaken. Und man muss natürlich sagen, wenn ich ihm jetzt bitten würde, ne, die Gönnstätte umzubauen, legt er natürlich das andere Projekt an die Seite, weil er kann nicht doppelt arbeiten, das geht nicht. Und dann verzögert sich halt das Nachfolgeprojekt in die Fallfarm mal wieder. Also, wie ich es mache, ist eigentlich falsch. Deswegen mache ich gar nichts am besten, was jetzt in Richtung René ist. Und hoffe einfach mal, dass wir eine geile Map, also die Map wird wunderbar. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Map wird echt der absolute Hammer. Ja, und ich freue mich drauf. Ich freue mich mega drauf. Ah, du bist fertig? Ja, das ist natürlich super, ne? Das ist natürlich Wunderbärchen. Ja. Und wie gesagt, es waren so viele Kommentare bei und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ihr mir so fleißig Kommentare reingeschrieben habt. Wie gesagt, ich muss die Auswertung noch fix fertig machen. Ich werde mir da vielleicht eine Liste machen. Vielleicht habe ich auch zu viel Glück. Nee, habe ich nicht. Muss ich wahrscheinlich selber machen. Ja, muss ich wahrscheinlich selber machen. Und dann erstmal gucken, was das so gibt, ne? Was ihr mir das so geschrieben habt. Aber ich glaube, die Loshügelwand war ganz. Loshügelland war ganz vorne mit dabei. Da gibt es natürlich noch Komplikationen BG intern, weil der gute Leo auch die Loshügelland spielt im Curseplay-Gedingens. Und ich möchte natürlich keine Konkurrenz oder irgendwas machen. Überhaupt nicht. Da muss ich erst noch mit dem Leo schnacken, ob er da irgendwie was gegen hat. Aber ich werde ihn ja heute Abend sowieso sehen im Livestream. Ja, heute Abend ist Livestream. Wir ist das falsche Wort. Der Leo und meine Wenigkeit, also meistens wird der Leo sein, werden das Big Butt DLC vorstellen. So ist der Plan zumindest. Heute Abend auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich da ein paar von euch sehen würde. Und wir haben das damals schon bei dem Kuhn DLC gemacht. Haben wir gemeinsam vorgestellt. Das gleiche werden wir wieder beim Big Butt DLC machen, weil es einfach sehr gut bei euch ankam. Und weil wir einfach die Fähigkeit
des DLCs ein bisschen die Multiplayer testen möchten, weil, ne, das Kuchen-DLC hat uns ja gezeigt, es gibt den ein oder anderen Fehler, ne, und das möchten wir eben auch gucken, wie es mit dem Big Bad-Geding jetzt aussieht. Da müssen wir einfach schauen. Und es ist ja sowieso schon angekündigt, dass ein weiteres Projekt kommen wird, ein Big Bad, oder das Big Bad Projekt kommt ja auch. Mit wem sage ich jetzt nicht. Wann sage ich auch nicht. Es kommt auf alle Fälle. Lasst euch überraschen. Freut euch drauf. Ich freue mich mega drauf. Das sind doch die größeren Maschinen, wie wir hier auf der Königstadt haben. Wird eine geile, geile Kiste werden. Auf alle Fälle. Freue ich mich drauf. So. Yo. Ah, ich wollte... Nee, Moment mal. Stopp. Aus. Vorbei. So. Ich wollte das Feld hier machen, weil ich wollte da drüben ja auch Mais ansehen. Weil wir haben ja gesagt, diese zwei Felder werden komplett Mais, damit wir was für die BGA haben. So, das war natürlich der Plan dahinter. Das war der Plan. Und den werde ich jetzt auch straight verfolgen. Also wie gesagt, bis zu 100 Folgen, also die 100 Folgen machen wir auf alle Fälle voll auf der Gönnchen, da fährt der Zug drüber. Nee, fährt er nicht drüber, das klingt scheiße. Aber, ne? Das mache ich auf alle Fälle, habe ich mega Bock drauf. Und wie gesagt, eine kleine Special-Abschlussfolge werde ich mir auch überlegen. Ihr wisst, oder die meisten von euch wissen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die Special-Abschlussfolgen sind bei mir meistens länger, mit einer kleinen Zusammenfassung noch zum Schluss. Und dann wird eben auch verkündet, wohin es geht, wohin die Reise geht. Aber wie gesagt, das wird euch alles noch... lass mich mal ganz kurz rechnen. Ich weiß nicht, welche Folge das heute ist. Shit! Also es wird, glaube ich, vielleicht diese Woche auslaufen oder nächste Woche dann. Ich weiß es nicht ganz genau. Rein rechnerisch werdet ihr da mehr wissen. Ihr wisst ja, wie viele Folgen die Woche kommen und ihr wisst ja auch, dass am Samstag 3 Folgen kommen werden. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach an. Sehr schön. Ne? Oh, du bist wieder da. Sehr schön. Ja, dann können wir mal gut gewissens sagen, alles klar, Gönnstedt, check. Und dann geht's auf ins nächste Abenteuer. Ein paar von euch haben gesagt, ich soll noch einen MLN kaufen, weil der MLN ist immer unterwegs. Ja, das ist absolut richtig. Aber ich muss mich im Rahmen halten mit dem Kaufen, weil wir wollten ja, ne, das dürfen wir nicht vergessen, Schulden zurückzahlen. Schulden zurückzahlen und auch noch einen Häcksler kaufen. Das ist ja alles noch nicht passiert. Und das heißt dann, also bei mir ist es so, wenn es nicht passiert ist, heißt es nicht, dass es nicht passieren wird, sondern dass es nur auf Eis gelegt ist und dass es dann wieder passiert, wenn die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Ich werde aber jetzt schon mal anfangen. Nee. Oh, weil ich weiß den Knopf halt nicht mehr für den Kredit, ne? Können wir das auch hier machen? Zurückzahlen. Oh, oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht, ne? Aber ich glaube, ich weiß... Ach du Schande. Ja gut, das passt. Das passt. Das passt. Ich habe gerade gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, aber es passt. Dadurch, dass ich den Mod Bank auf Hagenstedt rausgenommen habe, haut er mir jetzt automatisch das zurück. Das heißt, wir haben jetzt 300.000 zurückgezahlt und sind jetzt im Minus mit 33.000. Wow. So schnell kannst du von dem 6-stelligen Plusbetrag in den 5-stelligen Minusbetrag kommen. Läuft. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sei es drum. Ist ja kein Problem. So. Du kannst mir jetzt aber zum Hof zurückfahren, weil ich möchte morgen, ne, morgen möchte ich ja ein bisschen Stroh abholen. Ich habe gesehen, wir haben auf der 17, glaube ich, ist es. Stroh liegen. Das müssen wir dringend abholen. Und das würde ich halt verdammt gerne mit meinem Lieblingstraktor machen. Ne? Das Video habt ihr gesehen, hoffentlich. Gesundheit. Mit dem Fett. Mit dem 1050er. Gehen wir morgen ein bisschen Stroh sammeln. Freue ich mich mega drauf. Wollte ich heute schon machen, aber hat sich jetzt irgendwie nicht ergeben. Und ich muss jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen, dass wir hier so einen Schuldenstand wieder haben. Aber mit der nächsten Silagelieferung sollte das wieder in den schwarzen Zahlen stehen und nicht mehr in den roten Zahlen. Und ich habe auf alle Fälle schon mal 50% meines Megakredits zurückbezahlt. Das möchte ich jetzt auch mal anmerken, ne? Weil immer hier rumgejammert wurde. Das zahlt er sowieso nicht zurück. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Er hat sich überlegt, aber er macht es nicht. Kann man auch mal so sagen.
So, wenn wir den noch ganz kurz waschen und dann sind wir auch schon fertig für heute. Wie gesagt, wenn, ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts anderes kommen wird, weil es, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann weiß ich genau, alles klar, du solltest schon eine Stunde lang im Bett liegen. Wahrscheinlich, also zu 90% wird Hofbergmann und Fallfarmer ausfallen. Ich überlege mir da aber für morgen noch eine Kleinigkeit, dass wir das wieder ein bisschen gut machen können. Und ja, liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben, da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu weiteren Folgen im LS17 und weiteren wunderschönen Sachen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.